liebe Kochfreunde! Hallo zusammen! Ankuckstudio ist wieder offen. Wir sind wieder bereit und haben wir heute wieder was richtig Leckeres aus Ungarn mitgebracht. Das kann ich leider nicht übersetzen. Das werde ich später erklären, was das ist. Aber auf Ungarisch gesagt, Dödele. Dödele ist ein Kartoffelteig. Aber das zeigen wir später. Schauen wir erstmal ganz kurz, was sind die Zutaten? Pilze, Kartoffeln, rote Zwiebel, Bacon, Weizenmehl, Sauerkraut und viele verschiedene Gewürze. Genau, Kochfreunde. Also fangen wir erstmal mit Kartoffeln an. Das könnt ihr auch zu Hause schälen und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Also, liebe Kochfreunde, Kartoffeln geschält, haben wir kleine Würfel geschnitten. Tommy macht jetzt gerade Zwiebel auch kleine Würfel schneiden und Bacon und Pilze haben wir auch schon vorbereitet. Hier braucht ihr, das kann ich euch zeigen, nur so viel Wasser, dass unser Kartoffel genau bedeckt. Mehr brauchen wir nicht und lassen wir das richtig schön durchkochen, bis es richtig weich wird. Also sehen wir uns bald, wenn Kartoffel fertig ist. Meine liebe Kochfreunde, es ist soweit. Also unser Kartoffel ist richtig weich geworden, wurde schön durchgekocht. Also Tommy, schauen wir mal an. Genau. Und könnt ihr anschauen, Wasser viel weniger geworden, aber das brauchen wir. Tommy, bitte. Und braucht ihr ganz niedrige Hitze und werden wir gleich unser Weizenmehl dann dazugeben. Salz und Pfeffer haben wir vorher schon dazugegeben. Könnt ihr nochmal abschmecken, ob da ein bisschen noch was fehlt. Und wenn Tommy mir Bescheid gibt, dann gebe ich noch Weizenmehl dazu. Also, gebe ich erstmal 3 Esslöffel. Und das auf niedriger Hitze könnt ihr schön verrühren, dass es ganz cremig wird. Und dann schauen wir mal, ob wir da noch Weizenmehl brauchen, weil unser Teig muss schön klebrig sein. Oh, Kochfreunde, das sieht schon richtig gut aus. Schön klebrig geworden. Aber natürlich, harter Job, brauchen wir Energie aus Ungarn. Also, Palinko-Time! Hier, Tommy, schnell. Du brauchst Energie. Egészségetekre, Kochfreunde. Also, Kochfreunde, es ist soweit. Unser Kartoffelteig ist jetzt fertig geworden. Hier haben wir schon Schweinefett oder könnt ihr auch Öl nehmen. Das haben wir schon aufgeheizt. Und mit einem Löffel werden wir so kleine Stücke nehmen. Und das legen wir da rein und werden wir einzeln schön anbraten. Also los geht's und viel Spaß. Also Kochfreunde, wenn das schön goldfarbig ist, könnt ihr anschauen, dann einmal wenden. Oh, richtig schön geworden. Und dann braten wir weiter. Andere Seite auch schön. Oh ja, richtig goldfarbig geworden. Macht ihr alle Dödele fertig und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Also guck, Freunde, sieht richtig schön aus. Können wir jetzt unser Dödele rausnehmen? Genau. Meine liebe Kochfreunde, also alle Dödele fertig geworden, könnt ihr anschauen. Sieht richtig gut aus, riecht auch richtig gut. Und daneben machen wir jetzt ein richtig geiler Ragout. Erstmal werden wir Bacon schön anbraten. Kommt noch rote Zwiebel dazu, ein bisschen Pilze. Das alles schön anbraten, geben wir dazu. Und hier haben wir schon Schmand mit frischer Knoblauch gemischt. Das könnt ihr auch schon machen. Weil am Ende geben wir das auch dazu. Und mein Lieblingsteil, werden wir Sauerkraut nachher auch richtig schön anbraten, goldfarbig anbraten. Und das kommt auch noch dazu. Kochfreunde, Paradies, Paradies. Also bleibt mit uns, sehen wir uns gleich.
Also Kochfreunde, Bacon sieht richtig gut aus. Können wir jetzt unsere rote Zwiebel dazugeben. Und wenn das auch fertig ist, letzter Schritt, geben wir noch Pilze dazu. Das auch ganz kurz anbraten und dann sind wir eigentlich fertig. Und kommt noch unser Sauerkraut. Dann können wir endlich unser Essen genießen. Also, bis gleich. Kochfreunde, es ist soweit. Also, Pilze können wir auch jetzt dazugeben. Tommy, aufgepasst. Und Pilze auch ganz kurz anbraten. Und dann sind wir fertig, können wir endlich unser Sauerkraut anbraten. Also, los geht's. Tommy on board. Also Kochfreunde, können wir jetzt endlich unser Sauerkraut jetzt richtig anbraten. Ja, nicht so wild wie Tommy, aber könnt ihr genau Sauerkraut anbraten. Bisschen Pfeffer, bisschen Kümmel könnt ihr dazugeben. Und bis es goldfarbig wird, dann könnt ihr anbraten. Dann sehen wir uns wieder. Viel Spaß. Meine liebe Kochfreunde, es ist soweit, es ist endlich fertig geworden. Unser Dödelle mit Ragu, mit Sauerkraut und bisschen Schmand mit Knoblauch gewischt ist fertig geworden. Könnt ihr anschauen, richtig knusprig, innen richtig weich geworden, einfach nur ungarisch. Lasst euch schmecken und nicht vergessen, jede Woche mit Hankook essen. Hoffentlich hat unser Video euch gefallen, könnt ihr weiterhin teilen, liken, weiterempfehlen und gerne abonnieren. Wir freuen uns sehr drauf. Sehen wir uns nächste Woche. Tschüss, Kochfreunde. Ciao.